Herr Ronnecker, aus Ihrer Sicht sicherlich bitter, diese Punkteteilung in letzter Sekunde. Ja, das tut weh, wenn man in der 93. Minute das 1-1 bekommt. Mit einer sehr unglücklichen Situation von uns aus. Und jetzt gilt es einfach, die Mannschaft da wieder aufzurichten. Das tut richtig weh heute. Wie haben Sie das Spiel insgesamt gesehen? Ja, ich glaube, dass wir klar die bessere Mannschaft waren, dass man auch gesehen hat, warum wir erster stehen. Ich denke, von der spieltechnischen Seite her und auch von den Torchancen, die wir hatten, haben wir es absolut dominiert. Und ja, müssen vielleicht das 2-0 machen mit der riesen Torchance von Pascal Pfeiffer. Und dann ist der, ja, dann haben wir das Spiel heute gewonnen. Aber so, Kirchfeld glaubt immer an sich. Die haben sehr, sehr viele große Spieler und spielen dann auch mit weiten Bällen. Und das ist immer gefährlich. Nachdem Sie in Führung gegangen sind und der Platzverweis gegen den Gegner kam, haben Sie ja, also hat zumindest Ihr Kapitän die Order ausgegeben, relativ defensiv zu spielen, aus der kompakten Defensive halt auf Konter zu setzen. Wie bewerten Sie diese Entscheidung im Nachhinein oder diese Spielweise? Ja, ich glaube, dass das angemessen ist, weil es ist egal, ob die jetzt in Unterzahl sind, werden sie 3-4 Spieler ins Zentrum schicken und nur mit weite Bälle operieren. Und wenn man da offen steht, dann wird man da auch immer noch in Bedrängnis kommen. Nein, die Jungs haben es heute richtig gut gemacht. Ich bin mit allem sehr, sehr zufrieden, nur mit dem Ende nicht. Aber das kann man im Fußball manchmal, das ist ja das Schöne am Fußball, dass der Gegner auch die Chance hat, auch selbst schon 93 Minuten das Tor zu machen. Da müssen wir draus lernen und einfach ganz konsequent bis zum Schluss, bis der Schiedsrichter abpfeift, das zu verteidigen und dann ist alles gut. Da Sie jetzt gerade den Schiedsrichter erwähnt haben, es gab drei markante Szenen. Zum einen den Pfiff zum Strafstoß, zum anderen die Gelb-Rote gegen den Gegner und dann auch in der 88. Minute gegen Sie. Wie bewerten Sie diese Entscheidung? Ja, ich glaube, der Schiedsrichter hat einen richtig guten Job gemacht. Für mich gibt es da überhaupt nichts zu kritisieren. Man muss es immer aus zwei Sichten sehen, was der Schiedsrichter pfeift. Ja, es sind immer 50%, die sagen, das war gut, 50% sagen, das war nicht gut. Der Schiedsrichter hat seine Entscheidung getroffen, die waren allesamt nachvollziehbar. Und von daher gesehen war das mit Sicherheit kein schlechter Schiedsrichter. Von meiner Sichtweise sogar ein richtig guter heute. Wie sehr ärgert Sie die Gelb-Rote, die ja sicherlich nicht unbedingt nötig war? Ja, das ist unnötig, was Pascal da macht. Das weiß er im Nachhinein selber. Aber das sind Fußballer, die leben von Emotionen. Die wollen nochmal das Maximum rausholen und wollen da nochmal vielleicht ein bisschen den Ball wegspielen. Er hat es gepfiffen, er hat ihm die gelb-rote Karte gegeben, damit müssen wir leben. Der Erfolgshunger Ihres Vereins, Ihrer Mannschaft ist ja kein Geheimnis. Was können Sie uns dazu sagen, wie sehr stehen Sie im Soll? Ja, wir stehen absolut im Soll. Ich denke, wenn man 7 knieverletzte Spieler hat in einer Verbandsrunde, dann werden es wenige Mannschaften schaffen, ganz oben zu stehen. Und ich denke, wie wir heute auch gespielt haben mit dem Kader, ohne 5 gegenüber dem Vorspiel, das muss man sich vorstellen. Die halbe Mannschaft ist verletzungsbedingt nicht dabei gewesen. Von daher gesehen haben wir es richtig toll gemacht. Also wir haben einen breiten Kader und wenn eine Tür zugeht, geht eine andere Tür auf. Ausblick auf das kommende Heimspiel gegen Kickers Büchig. Ja, ich denke, die werden ganz kompakt stehen und werden alles reinwerfen in die Verteidigung. Und wir müssen es gut ausspielen und dann werden wir das Spiel auch gewinnen. Herr Ronnecker, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke, okay, ebenfalls. Dankeschön.